Martens, hey ja, na ihr coolen Leute? Ja, willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Ich dachte, ich mache was Kleines, warum nicht? Ne, mal was Kleines, Gruseliges, Fieses, Contempt. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Man sieht das Haus dort hinten. Ich habe die Tür aufbekommen, ich habe ein bisschen getestet, hin und her, Audio, Blasi, Blub und Blö. Und ja, wir starten einfach mal. Mal sehen, was das für ein Elend ist. Ja, okay. Ja, ich werde das Ganze mal, ich habe mal ein paar Tasten ausprobiert, heller machen. Für das Wohl aller. Also nicht für aller der Gottheit, sondern, ach ihr wisst schon, was ich meine. Ja, man kann nicht rennen. Wir sind natürlich hier in einem sehr ominösen Waldgebiet. Hier ist unser Funky-Auto. Was eigentlich nur ein Block mit zwei Lichtern ist. Yay. Ja, bevor wir hier blöd rumsuchen, ich habe schon mal den Schlüssel gefunden beim Testlauf. Der ist nämlich genau hier. Ja, wie gesagt, rennen können wir nicht. Ich kann die Taschenlampe an- und ausmachen. Aber dann ist es dunkel und das wollen wir ja nicht. So. Zeitlupenlaub. Nein, wir fallen. Okay. Slow-mo. Leaves. Ja, das Haus sieht haargenau so aus wie das aus Resident Evil 7. Welch Zufall. Und dann wollen wir mal schauen, was drin ist. Verrückte Hinterwäldler, Zombies mit Kettensägenarmen oder Spoopy. Oder Poltergeister. Hier geht gar nichts. Nette Bilder. Okay, bis hierhin war ich und weiter habe ich mich nicht getraut im Horrorhaus. Klemmt. Und eine nette Küche. Seit Resident Evil 7 sind mir Küchen gar nicht mehr geheuer. Kann ich irgendwas machen oder so? Okay. Das ist schon sehr bedrückend, die Stimmung. Diesen fiesen Rauschen im Hintergrund. Okay. Geht ja gut los. Es geht schon mal gut los. Ich kann nicht rennen. Leute, das macht mir Sorgen. Oh Gott, wie ich sowas hasse. Warum spiele ich sowas nochmal? Okay. Treppe oder Gang? Mothra! Okay. Oder Batra? Man weiß es nicht. Oh, Badezimmer. Ja, immer die besten Orte in Horrorspielen. Und Dachböden. Und Keller. Ich finde Dachböden aber schlimmer, muss ich gestehen. Oh nein. Das sind mal ganz schön große Cockroaches. Ist irgendwo ein Papa Roach Konzert? Bitte, bisch. Oh, war der schlecht. Oh Gott. Nein. Nein. Meine Taschenlampe geht nicht mehr. Ich kann nicht hoch. Ach, das Spiel möchte, dass ich in den rot leuchtenden Raum gehe. Yay. Oh, fuck. Ich hab kein Licht. Jesus Balls. Oh, Mann. Das ist schon mies. Aber deshalb habe ich mir den Rechner gekauft, damit ich diese Indie-Horror-Games zocken kann. Hätte ich mir eine PS4 geholt? Nee. PS4 hätte nein gesagt. PS4 sagt nein. Nein. Ach, hier ist jetzt auch auf. Es ist ja echt haargenau wie bei den Bakers hier. Wahnsinn. Also die Bakers, das ist halt die verrückte Hillybilly-Familie aus Resident Evil 7. Für die, die es nicht kennen. Oh cool, der Poltergeist-Fernseher. Und Tapes, Videotapes. Oh, geil. Lass die Küche wieder, okay. Boah, schick. Boah, da würde ich am liebsten so durchstöbern. Ich sammle ja gerne Schallplatten. Alter Progressivrock und Jazz und Rap aus den 90ern. Da würde ich jetzt am liebsten mal durchstöbern. Bestimmt ein paar Edelsteine dabei. Und Tapes. Ah, oh, Tapes. Ich liebe Tapes.
Und Videokassetten, herrlich. Oh. Bitte kein Snufftape. Und irgendwie umschalten oder so, ne? Was quietscht denn hier so? Ach so, der Ventilator da oben. Wow, okay. Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Fuck you! What the heck? Ist das so eine so Ring-Scheiße? Kommt da gleich ein Mädchen raus? Oh Mann, sorry, dass ich fluche, aber ich bin ein bisschen angespannt. But I'm told it's not easy to spin around on your head. And health professionals say it may not be safe either. Okay. Seeing some injuries. Irgendwelche Berichte über Verletzungen und sowas? Gehen wir mal weiter aus dem Tape Room raus. Ernsthaft, das Telefon? Kann ich jetzt nicht nach oben? Oh, ein Horrorhaus. Wow. Wow. Ganz easy. Ganz easy, Leute. Ansonsten mache ich das Opossum und ich stelle mich tot. Ja. Oh, die Verblichenen. Wortwörtlich. Oh, Mann. Das Niveau steigt. Oh, das ist wieder so eine typische Jumpscare-Ecke. Telefon? Wieso? There's an aching deep inside that no longer I can hide. And it's telling me once more it's time to roam. Kommt das jetzt zum Radio oder was? But I cannot tell when I'll be coming home. Irgendwer rennt hier durchs Haus. Auf den Fluren darf nicht gerannt werden, ja? Schulaufsicht und so. Im normalen Wohnhaus, genau. Kreislauf zur Treppe hin, okay. Was ist hier? Oh ja, sehr ordentlich. Oh, die Messi-Bude hier. Okay. Ja, laufen wir durch den Vergewaltigerwandschrank. Yay! Hier ist zu, aber man scheint. What? Du wirst. Hey! Hey, mach doch sowas nicht! Hi! Du mit dem schweren Atem, bleibst du bitte da draußen? Dankeschön. Oh Mann. Wieso bin ich noch in das gruselige Creepy Ghost House gegangen, ne? Ach ja. Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist da unten was? Ich kann mich auch nicht ducken und gar nichts. Das ist sehr frustrierend. Warum ist das da blau in der Mitte? Egal. Adeliger Fußboden. Aha. Ist das so ein Walking Simulator? Was sind das für Geräusche? Habt ihr das auch gehört? Werde ich schon paranoid? Hoffentlich ist es nur ein gruseliger Walking Simulator. Mit angenehmer Grafik. Kann ich hier jetzt rein? Kann ich? Nein, kann ich nicht. Okay. Hoffentlich, stürzt meine Aufnahme nicht ab, denn. Was mit dem Radio machen oder so? Nein, okay. Hoffentlich stürzt meine Aufnahme nicht ab, weil bei so 3D-Spielen habe ich bisher permanent Probleme gehabt. Ich habe mir noch ein Update von The X-Tary geholt, aber. Who knows? Ob es gut ist oder nicht, ob es wirkt, werde ich wohl erst sehen, wenn ich hier durch bin. Knirsch, 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 knirsch. Wo muss ich denn hin? Oh, noch eine Tür. Eine Tür. Kann ich hier rein? Nein. Wieder raus? Kann ich bitte wieder gehen? Natürlich nicht. Okay. Telefon hat geklingelt. Ich habe es nicht mitgenommen. Habe ich jetzt irgendwas nicht getriggert oder so? Wo muss ich denn lang? Sagt der Fernseher mir noch irgendwas? Irgendwie? Anyhow? Nee, ist dieselbe RTL-produzierende Schafscheiße. So. Entschuldigt. I have the frog in my throat. Throat, vor allen Dingen.
Ja, irgendwas muss hier doch sein, oder nicht? Im LV Horrorhaus. Die ist jetzt so immer geschlossen, okay. Ja, wo gehe ich denn dann runter? Moment mal kurz. So, da bin ich wieder. Ich musste nur mal kurz die Tür zu machen. Wo geht es denn weiter? Wo geht es denn weiter? Da? Nein. Hier ist auch keine seltsame Person in der Badewanne. Ist da was drin? Muss ich irgendwie die Sachen näher angucken, um damit zu interagieren oder so? Auch nicht. Taschenlampe scheint unendlich zu sein. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Ja, ich bin gerade ein wenig lost hier. Da kann ich auch nicht hin. Hier kann ich auch nichts nehmen. Da auch nicht. Keine Tapes für mich. Schrank geht nicht auf. Nope. Ja, war's das? Fragezeichen. Hier ist nur so ein alter muffiger Pulli. Wo muss ich denn hin, Kinders? Irgendwas übersehe ich doch. Irgendwas übersehe ich doch. Weitere sinnlose Bilder. Dachstuhl gibt's nicht, Gott sei Dank. Hier ist auch nichts. Kann ich jetzt nur durch dieses knirschende Gemäuer laufen? Oh, eine Note. Sagt mir auch nichts. Keine Note. Ha. Huh. Ein Borderline Collie. Sonst ist hier nichts. Gnarf. Gerade etwas enttäuschend, muss ich gestehen. Aufgrund meiner eigenen Bresigkeit. Telefon hat geklingelt, so viel weiß ich noch. Aber jetzt nicht mehr. Hm. Okay. Nix. Was muss ich denn jetzt machen? Verloren im Horrorhaus. Ist hier irgendwas? Irgendeinen Schlüssel suchen oder ähnliches? Vielleicht, maybe. Ach, das ist die Uhr. Ich dachte, was creept der denn durch die Gänge? Nichts so weit, ne? Nur Müll und Unrat und Abfall. Hm. Ich wüsste, wie ich mich ducken könnte, aber es geht nicht. Da ist ja was. Interact. Laufen. Open doors, look around. Ja, simple as that. Okay, dann machen wir mal weiter. Kein Springen, kein Ducken. Ach, was haben wir denn hier? Ach, wie die Resident Evil Suche. Muss ich da irgendwie... Kann ich da...
Was soll ich denn damit machen? Kann ich nicht irgendwie. Kann ich da reingucken? Kann er da reingucken? Kann er. Das Cover sieht schon mal sehr psychedelisch aus. Ne, dreh dich. Ne. Er will nicht. Muss ich da irgendwas mitmachen? Das Radio konnte ich auch so nehmen. Seltsam. Very seltsam. Kann ich hier irgendwas nehmen? Nein. Okay. Das ist bald auch nichts. Nein. Halt. Was steht da? Was ist das? Future Time. Kann man sich aber nur angucken, okay. Auch nix. Was ist hier? Kann man irgendwie Tapes mitnehmen? Nein, auch nicht. Gar nicht. Bewegende Umhänge. Creepy. Okay, hier noch irgendwas? Nein. Ich werde mir gleich das Radio nochmal anschauen. Hier ist aber nichts mehr, ne? Nein, okay. Zwei Dinge kann ich nehmen. Seltsam. Hier geht gar nichts an Interaktion. What? Anything? Nö. Ist das ein Koffer oder ein Radio? Ein Kofferradio, haha. Die ganze Zeit eh. Ich irgendwie was machen kann, aber ich schätze nicht. Hier noch irgendwie was, Bücher. Entschuldigung, irgendwie so. Nein, gar nichts. Guck mal, wie blind ich bin. Ja, toll. Da, der Dachboden. Ich hab's vorhin noch gesagt. Toll. Klasse. Da, danke. Und grüner Nebel. Geil. Kiffen die hier? Gott. Der jamaikanische Dachboden. Yay, Taschenlampe geht wieder nicht. Oh, Kacke. Gehen wir in den dunklen, fiesen Gang. Genau. Oh Gott, wie ich Dachböden hasse. Hi! Ach du Schande, muss ich da jetzt hin? Oh, war ja klar. Was war das? Was? Wie, was? Ich muss erst mal wieder heller machen. Jetzt lande ich vorm Haus. Okay, Taschenlampe geht immer noch nicht. What? Hä? Das war's? Ja, nach langer Suche ein seltsamer What the fuck Moment. Ich schätze mal, das war nur eine Alpha oder so, eine Demo. Keine Ahnung.
Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auch war auch ein guter Testlauf. Ja, das scheint es gewesen zu sein. Na gut, okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.